Bombenentschärfen ist angesagt in Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty Folge 9. Wir haben gerade erfahren, dass hier überall Bomben sind und Pliskin kümmert sich jetzt um die Bomben in, auf der anderen Seite der Station, der Ölreinigungsstation, auf der wir uns befinden. Und wir machen das, was wir am besten können, nämlich wir zerschießen unschuldige Wassermelonen. Was schon in Metal Gear Solid ein großer Spaß war. So. Sehr schön. Haben wir neue Fähigkeiten oder sowas? Wir haben dieses Kühlspray, mit dem kommen wir in die Ego-Perspektive und können C4 einsprayen. Also da liegt schon eingespraytes. Ich kann das nochmal demonstrieren an dieser Stelle. Spray, Spray, Spray. So. Sensor A ist an der Stelle auch ganz sinnvoll. Damit können wir die C4-Blöcke, die hier überall angebracht sind, so ein bisschen orten. So, wir können ja hier nochmal unseren Freund ärgern. No need to worry. Everything's okay in here. Get to work on those bombs. Er wird langsam drängender. I'm all right. Hey du. Hey, hey, hey. Hast du was zu sagen? Hey. If you need to talk to me, use the codec. Ja, ist ja gut. Ich will ihn ja auch nicht zu Tode nerven. So, jetzt. Ah, guck mal, da unten ist schon so eine grüne Wolke. Wir haben jetzt den auf dem Radar. Da ist also auf jeden Fall irgendwie der Düpsel. Wer ist das? C4? So, wir haben auch die Level 1 Schlüsselkarte. Endlich. Das hat aber auch gedauert. Ulala. Hallöchen. Ja, ist aber auch schon ein bisschen älter, das Bild. Deswegen können wir jetzt hier in die Level 1 Räume rein. Das ist doch gut. Und unter anderem ist hier der Computer mit der mit dem Radar, was wir uns jetzt mal hier freischalten können. Blablabla. Exit. Danke. Hallöchen. So, jetzt wollen wir hier nicht so lange rumschlawenzeln. Gucken hier noch einmal kurz, ob hier irgendwas liegt. Dass ich hier nichts vergesse. Ist da unten irgendwas? Hey, hallo? Manchmal ist ja unter den Tischen, da hinten ist eine Ration. Unter dem Tisch. Ist da unter dem Tisch was? Nee. Okay, also kriege ich nur noch mal da vorne runter, weil Rationen und Metal Gear, das ist eine unendliche Geschichte. Da kann man gar nicht genug von haben. Ja, komm schon. So. Keine Ahnung, wie viele wir jetzt haben. Ich bin ein bisschen raus seit letztem Mal spielen. 5 von 6, okay. Na, das sieht doch gut aus. Damit sollten wir doch schon relativ weit kommen. Wir haben ja bisher auch, glaube ich, erst eine verbraucht oder so. So, da ist in der Toilette ist irgendwo diese grüne Wolke. Die C4-Wolke. Der spezielle Duft von C4. Aber wo ist das? Das kannst du ja mal umgucken. An der Decke vielleicht. Ah, da hinten ist es, oder? Kann das sein? Ah, sieht man im Spiegel. Ist natürlich ganz gewitzt. So, frieren wir das doch mal ein. Haben unseren ersten Teilauftrag schon erfüllt. Ich glaube, in jedem der Streben gab es eine, also ist es 1 von 6. Schick. Und Codec-Anruf. Ach, bei dem Entschärfungsmeister. The ceiling of the women's bathroom was set to blow. That's not like him. Anything wrong? Maybe. Pliskin's reported other locations too, and none of them are effective demolition points. What do you mean? It means that they wouldn't be the best places to choose if you wanted to destroy this place. Are you saying they don't plan on blowing the shell up? It certainly seems that way. So far we haven't seen anything but a waste of good explosives. Unless, of course, we're missing something. A trap? He couldn't have overlooked the fact that I would be called into this. There's something going on. Aha, okay, also er hat an bescheuerten Positionen die Sprengsachen angebracht. Sprengkörper, jetzt habe ich das Wort. Die eigentlich niemandem was bringen. Vor allem nicht ihm, wenn er die Bohrstation zum Einschuss bringen will. Sollen wir mal gucken, warum er das gemacht hat. Also gerade die Damentoilette, was sind das für eine Pietätlosigkeit, die Damentoilette in die Luft zu sprengen. Sauerei ist das. Die armen Frauen. Ich meine, hier sind jetzt nicht gerade so viele, aber
Aber wollen wir uns das nochmal angucken hier? Ja, naja, ne, so. Der Bikini-Schnitt, der war auch früher mal tatsächlich modern. So wie der aussah. Das sieht heute anders aus. Das ist aber jetzt BC. Ich will doch gar nicht nach BC. Ich will zuerst, also ich will nicht dahin zurück jetzt, wo ich schon war, sondern ich möchte gern weitergehen, also Richtung D. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da sind Wachen. Mal gucken, wo der jetzt langläuft. Also ich laufe jetzt nicht dahin zurück, wo ich schon war, weil das kenne ich halt schon. Das Ding ist ja rund aufgebaut, also kann ich ja auch einfach tatsächlich... Ach, shit. Nein, ist er nicht. Haha. Hab ihm das Funkgerät zerschossen. Das ist eines meiner mit Abstand liebsten so Kleinigkeiten an dem Spiel, dass man die Funkgeräte zerschießen kann. So, hier komme ich nämlich zu D. Oder müsste ich eigentlich. Genau, sehr schön. Okay. Ich denke immer, es ist sinnvoller, erstmal ein bisschen Progression zu haben, ein bisschen voranzukommen und dann zurückgehen können wir sozusagen immer noch. Müssen wir ja auch. Wir müssen ja halt auch nochmal die Sprengkörper entfernen auf jeder Strebe. Jetzt gehen wir erstmal Richtung D. So. Dann können wir einfach unten langlaufen, oder? Wow! Okay. Oder auch nicht. Das gute alte Spielprinzip bei Metal Gear, irgendwelche komischen Fallen öffnen sich einfach, unvermittelt. Ah! Oh Gott! Na! War doch gar nicht so einfach. Ich nehme mal die SOCOM. Ich sehe nämlich da schon eine Kamera, an der ich jetzt schwer vorbeikomme, wenn ich die nicht kaputt schieße. Ich kann sie aber auch einfach mal abschalten. Ich habe nämlich die Fernbedienung. Zack! Hat wunderbar funktioniert. Und drin hier. Was haben wir denn jetzt hier? Also hier ist auf jeden Fall irgendwo die Bombe. Da so rechts. Jetzt gucke ich mich erstmal um. Also da drüben in der Mitte ist eine. Oh, hier gibt wieder einer Status Reports ab. Also irgendwer telefoniert mit der Basis. Sagt denen immer, ob jemand da ist. Gut, da in der Mitte ist halt ein Typ und da unten ist ein Typ. Die Frage ist, welcher gibt die Reports ab? Mal ein bisschen beobachten. Welcher von denen funkt? Der hat nicht gefunkt, okay, den kann ich abschießen. Das sieht man ja, das muss man im Spiel lassen, trotz seines Alters, das sieht man ja doch ganz gut dann, ob die, also anhand der Animation der Charaktere und der Gegner. So detailliert ist es dann auf jeden Fall. Na, guck mal hier, SOCOM Bullet, kann ich gut gebrauchen. Geh ich mal hier in die Mitte. Das wird wahrscheinlich dann der Typ sein, der da unten lang gelaufen ist. Der da. Na, dann lasse ich den jetzt erstmal noch in Ruhe. Sag ich mal. Hier ist noch Munition. PSG-1 habe ich noch nicht, okay. Good to know. Was ist das? Kriege einen Anruf, dann gehe ich da doch mal ran. Ja, bitte. At your feet, there's a hatch for pipe or gauge maintenance. Face the hatch and push the action button to open it. There may be something you can use, so check the inside thoroughly. Okay. Stelle ich mich mal daneben. Mach das Ding auf. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Schön. So, was ist hier? Eine Tür, die ich nicht öffnen kann. So, ich muss natürlich immer noch den Sprengsatz finden. Ist natürlich nicht ganz dumm anzunehmen, dass der vielleicht in einer dieser Klappen drin ist. Immerhin, wenn sie das Spielprinzip schon so einführen, dann... Nothing here. So, wo komme ich denn jetzt runter zu dem Kerl? Da hinten ist die Treppe. Okay, jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass der mich nicht entdeckt. Ah, wo ist er gerade? Da ist er. Jetzt kommt er genau auf mich zu.
Nothing here. Ja, immer noch nichts da. So, vorbei am Knilch. Hier mal das Ding aufmachen. Ja, auch nichts. Nichts da. Wo ist denn jetzt die grüne Suppe auf dem Radar? Ah, hier ist der Note. Die Note, das Note. Da kann ich mir wieder den Radar runterladen. Dann sehe ich auch ein bisschen mehr. Schicki. So. Haben wir das geschafft? Sehr gut. Hallöchen. So, jetzt kann ich zumindest hier auch durch die Tür gehen. Komme ich hier irgendwie rüber? Ich würde aber schon ganz gerne noch den Sprengsatz finden. Na, ich kann ja mal gucken, was jetzt hier ist. Ach, das ist schon die nächste Connection Bridge. Na gut, ich will noch nicht weiter. Ich möchte gerne den Sprengsatz noch finden. Ich war ja noch nicht auf der linken Seite hier in dem unteren Bereich. Würde ich sagen, versuche ich jetzt mal Treppe hoch. So, dann kann ich da oben ja kurz warten. Dann müsste Schnuckelchen jetzt hier gleich langgelaufen kommen. So, der ist jetzt gerade hier. Ich laufe direkt über ihm, er hört mich nicht. Haha. So, da hinten lag noch die Munition für die PSG-1, aber das ist ja dieses Scharfschützengewehr, das wissen wir noch aus dem aus Metal Gear Solid 1. Das haben wir jetzt noch nicht. Hier ist nochmal M9, sehr gut. Da ist nix. Oh, ich bin... Ah, guck. Here we go. Jetzt aber schnell, bevor der zurückkommt. Kühli. Das Ding ist aus, okay. Oh shit. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen... So, ich habe ihn jetzt mal betäubt. Habe ich eigentlich schon eine Kiste? Ich habe noch keine Kiste, ne? No! Kann ich nur hoffen, der pennt ein, bevor er mich entdeckt. Ja. Tschüss. So, der wird jetzt natürlich das wird gleich dafür sorgen, dass hier ein paar Wachen auftauchen und nach dem suchen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir verkrümeln uns, bevor das passiert. Am besten hier so lang, weil hier war ja auch ein Zugang zu der Verbindungsbrücke DE. Und dann schauen wir uns mal Strebe E an. Strebe E. Okay. Gibt's hier irgendwas Spannendes? Okay. Wie sieht's denn hier so aus? Da oben stehen aber, oh, da sind aber zwei Jungs. Die beobachten die Brücke, ne? Da kommen wir jetzt nicht so einfach rein. Die müssten mich ja eigentlich schon sehen. Tun sie aber nicht. Okay, und da unten ist auch nochmal einer. Ja, die müsste ich doch aber relativ geschmeidig eigentlich erwischen können. Tschüss. So. Der sieht mich gar nicht da oben. Ich kann nochmal hier unten gucken, ob ich... Ach, da liegt noch Zeug. Das hat man ja bisher auf diesen Brücken fast immer, dass da noch irgendwelche Sachen rumlagen. Dass die Leute mal alles auf Brücken wegschmeißen. Unglaublich. So. Und drinnen in Strebe E. Guckt mal, eine Verpackungsanlage oder was auch immer. Wenn ich da nicht meine Box kriege, weiß ich auch nicht mehr. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.